Moin. Ich bin Jan Schlürmann. Ich arbeite im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Das Gebäude kennen ja wenige von innen, aber hier arbeiten viele spannende Menschen. Ich übrigens auch. Komm doch einfach mal mit. Moin, Andi. Ja. Andi, einer unserer Fahrer. Und? Schickes Auto. Sag ich dir doch. Ja. Wo geht's heute noch hin? Berlin. Berlin, okay. Ja. Und mit wem? LP. Ah, mit dem Präsidenten. Ja. Darf ich mich mal reinsetzen? Ja, ich sehe schon, wie es in deinen Augen blitzt. Aber vorne, ne? Ja, ja, vorne. Weißt du, wie das ist? So bei kleinen Kindern, die wollen nicht mehr vorne sitzen. Oh, schön, ne? Das ist bequem doch. Du willst gar nicht mehr raus, ne? Noch kannst du umschulen. Ja, ich glaube, ich muss gleich. Hm. Ja. Na, Andi. Ich auch, er kommt gleich runter. Ja, okay. Ja. Dann gehe ich mal lieber weg, sonst gibt's Ärger. Wir sehen uns. Gibt es jemanden, den muss ich euch noch vorstellen? Geheimdienst haben wir auch hier. L2007. Dr. Matthias Schubert, Geheimdienst. Den werde ich mal auf den Zahn fühlen. Ich habe den Leuten gerade erzählt, du bist beim Geheimdienst. Und da wollte ich mich mal erkundigen, ob das wirklich stimmt. Ja. Der wissenschaftliche Dienst betreibt Rechtsberatung für die Fraktionen, Abgeordneten und die Ausschüsse. Ich habe dich häufiger schon im Plenarsaal gesehen, und zwar ganz hinten. Was ist denn da deine Aufgabe? Manchmal dreht sich eben der amtierende Präsident oder die amtierende Präsidentin um, fragt, wie soll ich jetzt weiterverfahren? Und dann versuchen wir möglichst rasch die richtige Antwort herauszufinden. Du bist ja, wenn ich das richtig beobachtet habe, in 1 bis 2 Tagen gar nicht im Büro. Bist du da auf geheimer Mission? Da bin ich im Homeoffice. Wohne ja mit meiner Familie in Rostock. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Kinder vor allem, wenn der Papa dann nicht von Montag bis Freitag hier in Kiel ist. Matthias, ich glaube, ich muss mal wieder. Jan. Wir wissen ja, alles bleibt in diesem Raum, was gesagt wurde, oder? Moin, Jan. Ah, moin, Thorsten. Mitarbeiter aus der Sicherheitszentrale. Ich will auf Runde. Willst du mit? Ja, gut, komm, kann ich schaden. Ist natürlich nicht so ein typisches Objekt. Wird das 24 Stunden lang bewacht am Tag? Ja, rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Das einzige Objekt hier. Okay, also quasi immer sind Leute hier. Immer sind Leute hier. Aber ich sehe ja gar keine Absperrung. Man kommt ja ganz daran ans Landeshaus. Ja, das ist auch so gewollt. Also das Haus soll auch öffentlich da sein. Aber wenn was passieren sollte, wenn zum Beispiel wir bauen mal einen Grill auf, dann müssen wir kommen. Okay, und dann grillt ihr mit? Nicht ganz. Ah, ich glaube, ich muss tauschen. Mensch, Jan, cool, dass ich dich hier treffe. Kannst du mir kurz helfen? Ach, klar, komm, Kirsten. Nur 2, 3 Püppchen aufstellen. Ja, natürlich. Das geht schnell. Kirsten Mumm, Veranstaltungsmanagement. Es ist lieb, dass du mir hilfst. Ja. Sag mal, wieso schon wieder eine Ausstellung? Wir sind doch kein Museum. Na, Kunst und Kultur können wir auch. Die Leute sollen ja auch gerne ins Haus kommen. Und was kommt als nächstes hier ins Landeshaus an Ausstellung? Als nächstes haben wir eine Comic-Ausstellung. Und nächstes Jahr kommt noch eine Willy-Brandt-Ausstellung. Okay. Gut. Na, ich sehe, du kommst klar. Ich komm klar. Ich glaube, ich muss noch mal wieder. Danke für deine Hilfe, ja, Jan. Gerne. Jo. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Was für ein Tag. Schon spannende Jobs hier im Landtag. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht erzählt, was ich mache. Ich bin Redenschreiber im Landtagspräsidenten. Klingt langweilig, aber eigentlich der beste Job hier. Das muss keiner wissen. Ja, jetzt schreibe ich mal eine Rede. Ist noch was? Ah.